Herzlich willkommen zur 252. Folge Workers and Resources Soviet Republic. So, da brauchen wir jetzt den Roller. Und guck mal, da kriegen wir nach und nach hier unsere Straßen und unser Industriegebiet sozusagen fertig. So, da können sie auch bauen. Die Flappen jetzt noch offen. Zwei Straßen noch. Dann macht man gleich damit weiter. Und damit. Und das habt ihr schon drin. Da kommen sie auch an. So, dann haben wir unsere Construction Offices. Das ist gut, was zu tun. Arbeiter ohne Job. Wie kommt das? Den habe ich auch dran, okay. Fünf Arbeitslose. Das kann ich nicht machen. Aber die kommen ja eigentlich relativ gut voran hier. Da sind sie auch alle dabei. Wir müssen auch ab und zu nach hier drüben ausbauen. Gleise, Zug, Plattform. Auch. Ich hoffe, das passt mit der Strecke dann hier. So, hier kommen dann noch 5 Hochhäuser hin. Kinder sinken. Babys kommen wieder. Das ist gut. Jetzt machen sie Babys. Das heißt, jetzt kommt gleich die nächste Welle. Die sollte aber dann einen Tuckel höher gehen, weil
Wir hatten ja beim letzten Mal die Welle gehabt. Die hat sich so bei 300 ist sie abgeschwächt. Und ich denke mal, diese Welle wird sich jetzt mit Sicherheit 400, wenn nicht sogar auf 500 bewegen. Sieht das ja nicht aus. Der nächste wäre da. Oder da. Da kommen wir wahrscheinlich nicht hin, ne? Wo ist denn der Straßenanschluss hier? Die drei, okay. Okay. Ah nein! Dann gehen wir auf die Länge hier raus. Ich muss mal neu ansetzen. Ist das so? Theoretisch ja, praktisch nein. Weil jetzt da natürlich alles neu gebaut hat. Macht er wieder. Nein. Ah, damn it. Oh, das wird teuer. Auf Dauer können wir uns das nicht erlauben. Wir gehen jetzt eher auf den hier runter. Ja, der passt soweit. Ist noch da ein. Was?
Epidemien, okay. Ach so, das ist natürlich noch die Straße, wo ich noch nicht weiß, ob das überhaupt passt. Das heißt, wir müssten eigentlich überlegen. Ich habe jetzt hier noch. Die Straße ist da noch. Die Straße ist noch. Was ist mit der hier? Das da? Die Tankstelle. Warum bringen Sie die da und ab? Okay. Jetzt haben sie alle dran, oder was? Ja, jetzt haben wir es hinbekommen. Ganz. Wieso habt ihr denn darauf keinen Bock? Keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Die wollen sie auch schon wieder nicht. Den haben sie auch schon wieder nicht mehr drin. Den ja auch nicht. Na gut, wir lassen das erstmal machen. Wir haben eh gerade nicht wirklich viel übrig.
komische Geschichte. Aber gut, zumindest das hier oben fertig. So, müssen wir jetzt die Planung... Hier unten können wir die Planung noch gar nicht fortführen. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir hier brauchen. Na gut, aber der Platz sollte auch definitiv reichen. Aber wichtig ist ja trotzdem immer mal wieder was zu machen. Auch wie gesagt, wenn es immer nur ein bisschen was ist. In der Zeit, wo die da arbeiten und wir eh nicht wirklich viel machen können. Einfach mal hier den Berg wegprügeln. Dann sind sie gleich wieder alle am Tanken, dann können wir da auch nichts mehr machen und dann ist das Ganze auch wieder gut. Wird schon weniger? Sieht nicht so aus. Läuft noch alles wunderbar. Ich muss gleich mal gucken, vielleicht haben sie jetzt ja schon mal es geschafft, zumindest mal so zwei, drei Baustellen zu arbeiten. Schnell weg, oder? Jetzt fahren sie bestimmt alle los zum Tanken. Oh ne, die haben sogar noch. So, fertig, fertig. Fertig, fertig, fertig. Habt ihr auf die kleinen Flächen keinen Bock oder was? Aber wir haben den fertig. Tom Lobby, moin moin!
Gut, pass auf, dann. Dann machen wir die jetzt hier fertig. Wenn unsere Konstruktionsbüros auf die Sachen keinen Bock haben. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. So, aber anscheinend sind dann jetzt alle Aufträge durch. Genau. So, das heißt, die nächste Planung wäre dann in der nächsten Folge zu gucken, ob wir hier weiterkommen. Ja. Und dann schauen wir mal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.